Nachkochen. Die heimischen Musiker und Musikerinnen haben es nicht wirklich einfach in den letzten Monaten. Regelmäßige Auftritte gibt's nicht. Und so kommt es, dass unsere Gäste heute im Mai das letzte Mal einen Auftritt hatten. Zumindest sagen sie das selber. Dementsprechend gespannt bin ich, wie das heute klingt, aber ich habe keine Angst. Es wird großartig. Herzlich willkommen, Christina Tini Kosik. Schlafen, doch bin mir, hab mich bemüht, hat nicht genügt, hab nie gefügt. Eure Lust an euch spür, hab mich verbrennt, bin fast verglüht, hab mich verkühlt. Lass mich schreien und lass mich fliehen und 13 schiere Kinder kriegen. Versprich mal alles und heut nix sein. Lass mich schwitzen, lass mich frieren, wenn's sein muss, 13 Mal verlieren. Hau mich nieder, ich steh wieder. Christina Kosik. Hallihallo. 13. Hallihallo, guten Morgen. Guten Morgen, ja. Darf ich Tini sagen? Natürlich. Sehr gut, das freut mich. Ich bin der Lukas. Servus. Freut mich. Schönes Outfit übrigens. Ja. Extra für uns oder ist das euer Bühnenoutfit nochmal? Naja, wir haben sie gedacht, es kommen alle im Pyjama um so eine Uhrzeit. Ehrlich gesagt. Ja, das wäre was. Erwin Steinhauer im Pyjama, Martina Reuter im Pyjama und die Tini Kosik im Pyjama. Sehr, sehr schön. Tini, ich war gestern auf deiner Homepage und habe erfahren, dass du ein großer Hannah Montana-Fan warst und dadurch zur Musik gekommen bist. Ja, so ist es. Cool. Voll. Für alle, die jetzt Hannah Montana nicht kennen, Hannah Montana ist Miley Cyrus. Nach Wrecking Ball, glaube ich, kennt jeder Miley Cyrus, aber sie hat mit Schauspielerei... Video, wo sie auf dieser genau, Kugel sitzt und... Aber sie hat mit Schauspielerei angefangen. Voll. Und jetzt gibt es die Tini Kosik. Yes. Die ihre Musik auch... Dort, oder wie soll ich sagen, die Inspiration für ihre Musik auch in den Würstelstand ihrer Schwester bekommt. Erzähl ein bisschen, wo ist der Würstelstand und was hast du mit dem zu tun? Der Würstelstand ist in Linz bei der Eisenbahnbrücke. Mhm. Und das ist halt ein wunderbares Biotop an Geschichten von echten Leuten, weil die erzählen das halt. Und du bist so ein bisschen eine Psychologin auch, wenn du dort stehst und mit den Leuten redest. Mhm. Aber natürlich singen wir auch Sachen, die uns selber bewegen oder Geschichten von uns. Was wäre das zum Beispiel? Und ist das Lied, das wir heute noch hören, eins davon? Na, 13, was wir gerade gesungen haben, ist zum Beispiel meine persönliche Geschichte. Okay, das heißt, das nächste, das dann heißt Zukunft von Wien? Das ist eine Kampfansage. Eine Kampfansage? Ja. Nichts weniger als eine Kampfansage. Und das um die Uhrzeit im Bodymantel. Ja, Tini, ich freue mich sehr. In einer Stunde sind wir wieder zurück. Wir freuen uns auch. Bis später. Bis Dankeschön. Dann. Tschüss. Zurück, nicht nur bei Guten Morgen Österreich, werden wir dann wieder sein. Davor geben wir aber ab zu Rebecca Salzer ins Studio derzeit im Bild. Und jetzt mal einen gemütlichen Start in diesen Mittwoch. Bis später. Danke.